Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily, heute am 17. Oktober 2019. Heute mal ganz anders, direkt vom Smartphone, geplant auf dem Smartphone und am Bahnhof von Olten, denn ich darf hier eine knappe Dreiviertelstunde warten auf meine Heimfahrt von London. Heute darf ich die Geek Talk Daily vom Achim übernehmen und deshalb gehe ich schnell durch die Themen durch. Wir haben einmal drei Filme, wir haben Apple Card, wir haben Rayman Mini, wir haben Apple TV, wir haben Oppo Reno 2, Enco Q1 und Tolino E-Book Reader. Ich beginne gleich mal mit drei Kinofilmen. Diese kommen nämlich von Apple. Apple bringt nicht nur mit dem Apple TV Plus Dienst Filme auf eure Apple TV, sondern auch ins Kino. The Elephant Queen im Oktober, also Ende Oktober schon. Dann der muslimische Teenager-Film und Drama Hala. Und zu guter Letzt The Banker mit Samuel L. Jackson. Die soll natürlich ziemlich sicher Oscars gewinnen und somit natürlich Aufmerksamkeit auf Apple TV Plus lenken. Weiter geht's mit Apple Card. Hier hat der irgend so ein junger Herr, genau, von Goldman Sachs ein Loblied auf Apple gesungen. Es sei der schnellste oder die schnellste und größte und vielfältigste Ausführung eines Kreditkartenstarts in der Geschichte gewesen sein. Leider wurden keine Zahlen genannt, das kennt man ja von Apple und von Firmen, die mit Apple kooperieren dürfen. Wäre sicherlich noch spannend gewesen, wie viele das wären. Und noch viel spannender ist, wann kommt der Dienst nach Deutschland, Österreich, Schweiz oder besser gesagt die Karte dahinter. Dann kommen wir zu einem Spiel. Apple Arcade hat ja die ganzen Spiele ausgerollt auf iPhone, iPad und iPod Touch. Und seit dem Launch von Catalina funktioniert das Ganze auch auf dem Mac. Und gewisse Spiele sind noch nicht fähig gewesen, kommen jetzt aber nach. Ubisoft hat gesagt, Rayman Mini wird jetzt auch für den Mac ausgeliefert. Wer da also spielen mag, unbedingt mal in den Store gehen und sich das Spiel klicken. Ja, es ist bald soweit. Ich hatte zu Beginn ja schon Apple TV Plus im Podcast, also hier in der Folge drin. Die Analysten sagen eine große Zukunft dem Ganzen voraus. Das basiert auf Umfragen, die sie getätigt haben, wie immer, ja, Analysten und so weiter. Aber anscheinend soll es durch die einfache Benutzerführung und Qualität statt Quantität überzeugen. Und natürlich nichtsdestotrotz auch beim Preis. 4 Ungrad gegen zum Beispiel Netflix mit 8, 9 Ungrad und was haben wir noch? Disney Plus, welches auch bald startet mit 6,99. Gehen wir über zu Oppo und das ist auch der Grund, weshalb ich in London war. Oppo, der chinesische Smartphone-Hersteller, hat nämlich ein Smartphone vorgestellt, besser gesagt 2 neue Modelle. Das Oppo Reno 2 und das Oppo Reno Z, das sind diejenigen, die auch in die Schweiz kommen und da ab Ende der Woche im Verkauf landen und das für ein Mittelklasse-Smartphone, das Oberklassen-Features hat, wie der liebe Marcel so schön geschrieben hat bei uns im Blog, zu einem richtigen Kampfpreis, nämlich ab 4,99, das kleinere Modell sogar ab 3,79. Des Weiteren haben sie auch vorgestellt die Enco Q1. Das sind In-Ear-Kopfhörer mit ANC-Funktion, Wireless wohlgemerkt. Und auf die bin ich genauso gespannt wie auf das Telefon. Beides habe ich hier bei mir in der Tasche und werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen ausprobieren. Euch vielleicht nochmals ein Video dazu machen und sicherlich einen Testbericht im Blog dazu schreiben. Seid also gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und zu guter Letzt kommen wir nochmals zu einer kleinen Ankündigung. Dieses Mal ist Tolino. Die haben nämlich neue E-Book-Reader angekündigt und auf den Markt gebracht. 3 andere Stück. Somit ist das Sortiment jetzt auf 4 ausgeweitet. Und was genau die Dinger können, das kann ich euch auch bald sagen, denn die sind unterwegs und ab morgen bei mir zu Hause und dann werde ich sie ausgiebig für euch testen. Das war's jetzt für die heutige Folge. Morgen kommt der Achim wieder aus Asien direkt eingesprochen und ja, ich freue mich. Euch noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.